An der Arktis fasziniert mich grundsätzlich die Schönheit und die Weite. Es fasziniert mich daran, dass man eben dort noch sehr einsam sein kann, dass man in der Natur sein kann, nicht gestört vom normalen Alltag, den wir kennen, hier in Mitteleuropa zum Beispiel. Mich fasziniert die Nähe zur Natur und natürlich der Polartag an sich ist ganz großartig, wenn die Sonne einfach nicht weggeht oder auch das Umgekehrte, wenn die Sonne gar nicht aufsteigt, ist spannend. Mich fasziniert das Licht und auch fasziniert mich die Wichtigkeit, die Arktis hat. Das ist vielleicht der Hauptgrund, warum ich das studiere. Ich habe erkannt, dass das an sich was ist, was uns wirklich beschäftigt und auch beeinflusst auf ganz, ganz unterschiedlichen Skalen. Und insofern ist das, auf diese Art und Weise habe ich mir das Studienobjekt gewählt. Mein Forschungsgebiet ist die Kryosphäre in der Arktis. Damit ist alles gemeint von Eis über Schnee, aber auch dann das geschmolzene Eis und der geschmolzene Schnee, also der Wasserkreislauf. Mich interessiert, wie sich die Kryosphäre verändert hat und wie sie sich momentan verändert durch den Klimawandel. Dabei gibt es verschiedene Aspekte. Also man kann das anschauen über viele Jahrhunderte. Man kann das aber auch anschauen, speziell an gemessenen Daten, vielleicht über die letzten 100, 200 Jahre. Und dabei ist besonders interessant, wenn man eben auch archivarische Daten verwendet, die eben von einigen wenigen kurzen Snapshots in der Vergangenheit sehr gute Daten liefern und man dann eben herausfinden kann, wie war damals die Gletscherschmelze im Vergleich zu heute zum Beispiel, wo der menschliche Klimawandel noch nicht so, oder der menschgemachte Klimawandel noch nicht so zugeschlagen hat. Und wie verändert sich das mit der Zeit und was können wir für die Zukunft erwarten? Die Zukunft der Arktisforschung in meinem Gebiet sehe ich darin, dass man noch mehr die Prozesse anschauen wird und mit den immer besser werdenden Satelliten gestützten Methoden vergleicht und abgleichen kann. Man hat momentan das Glück oder den Luxus, dass die Daten immer besser werden, immer höher aufgelöst, immer öfter erneuert werden. Und das hilft uns sehr, eben Prozesse, die auf kurzer Zeitskala funktionieren, genauer anzuschauen. Und ich glaube, in die Richtung wird es gehen in der Zukunft. Man wird also spezifische Ereignisse viel besser verstehen können, wenn man die eben hoch aufgelöst und in kurzen Zeitraumen analysieren kann. Natürlich sind die großen Fragen der Meeresspiegel. Also wie schnell schmilzt das grönländische Eisschild ab, wann wird es ganz weg sein, wie ist das überhaupt auch mit dem Meereis in der Arktis, wann ist das für die Schifffahrt verwendbar und in welchem Ausmaß, wie verlässlich ist das, was ist da die Variabilität darin, also wie viel schwankt das von Jahr zu Jahr, das sind solche Fragen, auf die man sich sicher stürzen kann. Und dann geht es darum, dass man die eben interdisziplinär anschaut, dass man wirklich verschiedene Forschungsrichtungen verbindet und die gleiche große Frage von verschiedenen Winkeln anschaut, um eben zu diesen Antworten überhaupt zu gelangen. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, wie geht es weiter mit dem grönländischen Eisschild? Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Und dabei ist zu verstehen, dass das grönländische Eisschild eine sehr stabilisierende Funktion im Erdklima hat. Einfach dadurch, dass es schon so hoch in die Atmosphäre raufragt, beeinflusst es den Weg der Luftmassen zum Beispiel. Und insofern ist es für uns wichtig, dass es in irgendeiner Form erhalten bleibt. Wie sich das jetzt wirklich weiterentwickelt, ist einzig und allein davon abhängig, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Man spricht da von Szenarien und von Wegen, die die Gesellschaft einschlägt. Insofern kann man nicht wirklich beantworten, wann wird es weg sein, weil die Grundfrage und die viel größere Unsicherheit momentan eigentlich ist, wie entwickeln sich die Gesellschaften und welche Wege schlagen die ein. Insofern sprechen wir durchaus von Tausenden von Jahren, von denen wir das Eisschild noch haben in der Form und eben abhängig davon, wie sich die Gesellschaft verhält, kann das länger oder weniger lang dauern.